Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In dieser Folge gehen wir wieder zu Albamone. In der Hoffnung, dass es ihm jetzt besser geht, nachdem seine Tochter und sein Schiefsohn wieder zurückgekehrt sind. Nachdem wir erstmal den verlorenen Ehering suchen mussten. Girl. Tun, gette in deinen Ehering rein und trag's als Halsband. Als Kette. Als Halsband. Ich bin fies. Und irgendwie fühlt sich mein Hals gerade drum an. Ich glaube, ich muss gleich was trinken. Vorbereitungen for the win. Nicht. Einmal aufnehmen mit Profis. Nicht. Möchte immer noch eine Abkürzung zu seinem Behausung haben. Papa, wach auf! Boss! Palmina! Papa! Boss! Oh, Palmina, du bist zurück! Und du auch, Romanzo! Ja, Papa! Als ich hörte, dass du krank bist, habe ich mich direkt auf den Weg gemacht. Palmina, Romanzo, was habe ich euch angetan? Ich war so ein Dickschädel. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, wenn ich euch jetzt bitte, hier zu bleiben. Ich meinte, es war so einsam ohne euch. Ich bin schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Tut mir leid, dass ihr euch so viele Sorgen um mich gemacht habt. Der gefürchteste Alpamone ist wohl ein wenig in die Jahre gekommen. Ich schätze, es ist Zeit. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Oh nein, Boss, aber... Also dann, ab sofort wird Romanzo die Geschäfte übernehmen. Verstanden, Romanzo? Du bist jetzt der Boss der Palmone-Familie. Was? Aber Boss, du bist noch nur jung. Und außerdem, ich... Keine Widerrede. Das hatte ich schon seit langem vor. Du bist genau der Richtige. Da bin ich ganz sicher. Ab jetzt kümmerst du dich um die Familie. Die anderen werden dich unterstützen. Boss? Und nun zu dir, Mario. Ich habe dir wirklich viel zu verdanken. Jetzt, wo du es sagst, Boss. Was ist denn? Wir haben ihm etwas versprochen. Und zwar, dass wir versuchen, ihm von dir eine Fahrkarte für den Glimmerliner zu besorgen. Aber nur, wenn er es schafft, Palmina zurückzubringen. Wenn das alles ist. Überlass das mir. Du kannst so viele Fahrkarten bekommen, wie du willst. Fahrkarte für den Zug nach Bad Glimmerich. Und du bist jetzt jederzeit willkommener Gast im Haus der Palmone-Familie. Oh, oh. Da ich mich zur Ruhe gesetzt habe, kann ich mich endlich frei draußen bewegen. Papa! Boss! Du bist der Boss, Romanzo. Ich verlasse mich auf dich. Romanzo, gemeinsam schaffen wir das. Oh, Palmina. Sei nicht so steif. Nenn mich Pelmchen. Was? Pelmchen? Für immer die Deine, hm? Romanzo? In deinem Boss? Wir werden dir treu dienen. Du kannst dich auf uns verlassen, Boss. Danke für alles, Mario. Du kannst jederzeit hier vorbeikommen, wenn du uns sehen willst. Bist schon ein toller Typ. Hey, du wärst würdig, in die Familie aufgenommen zu werden. Ich bin aber keine Palme. Darf ich trotzdem mitmachen? Also auf nach Bad Glimmerich. Hol mir uns das 6. Sternjuwel. Das habe ich gehört. Das 6. Sternjuwel ist also in Bad Glimmerich. Gut zu wissen. Wer bist du überhaupt? Eigentlich wollte ich ja dir und dieser Verräterin Barbara eine Lektion erteilen. Aber ganz allein ist mir das zu heikel.
Heute kommt ihr also noch einmal davon. Dafür werde ich euch in Bad Glimmerich sein und mir das Sternjuwel schnappen. Verdammter Mist, Mario. Wir müssen vor denen in Bad Glimmerich ankommen. Schnell zum Bahnhof. Nur für den Fall der Fälle, dass im Bahnhof neue Gegner kommen. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder zurück. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten zum Bahnhof. Ich musste nur kurz weg und schon habe ich wieder alles vergessen. Nee, Spaß, ich wusste, wo wir sind. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Ja, bitteschön, ich habe ein Ticket. Der Klipperliner fährt nach Bad Glimmerich. Passagiere können nur mit gültigem Ticket einsteigen. Sieht alles gut aus. Kommst du an Bord? Natürlich. Sei vorsichtig beim Einsteigen. Abfahrt. Abfahrt in Kapitel 6. Reise im Glimmerliner. Marios Abteil. Das ist also der berühmte Glimmerliner. Ganz schön luxuriös. So lassen sich die 3 Tage bis Bad Glimmerich bestimmt ziemlich gut aushalten. Oh, da liegt etwas. Wie mag das wohl hergekommen sein? Brich deine Reise sofort ab. Verlasse diesen Zug, sonst ärgere ich ihn in die Luft. Ein Drohbrief. Das könnte das Werk dieser Brunhilde aus Rohlingen sein. Auf alle Fälle muss der Täter im Zug sein, wenn er das hier hinterlegt hat. Wir müssen ihn finden, bevor er irgendetwas anstellt. Okay, das ist jetzt ein bisschen Witz, dass das jetzt hier ist, ne? Warum kann ich hier... Ich kann mich hier ruhen. Okay. Habe ich das notwendig? Oh, komm. Wenn das umsonst ist, nehme ich das gerne mit. Im Schrank befindet sich ein Trockenpilz. Yay. Warte, eigentlich ist auch sie gut, ne? Dieser Gegenstand scheint etwas zu geben. Gleich in der anderen Abteilung. Da ist ein Speicherblock. Da können wir auch rein. Okay. Oh Gott, ist das groß hier. Ja, immer schwächen Speicher, bitte. Hier. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Der Schrank ist leer. Gehen wir erstmal hier lang. In dieser Gegend scheint es nichts Besonderes zu geben. Okay. Im Schrank befinden sich mehrere Gourmet-Zeitschriften. Darunter ist auch eine Sonderausgabe über den Glimmerliner. Auf der Titelseite ist ein Foto des Kosmos mit strahlendem Lächeln. Hallo?
Zumindest einmal in meinem Leben wollte ich mit diesem Zug fahren. Und endlich habe ich es geschafft, eine Fahrkarte zu bekommen. Jetzt kommen wir hier hin. Ach, ist hier was? Scheinbar nicht. Im Schrank befinden sich zahlreiche Schminkutensilien. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Was, eine Hexe? So mancher Mann hat mich schon Teufelsweib genannt. Aber als Hexe hat mich bis dahin noch niemand bezeichnet. Was für eine Frechheit. Sorry. Im Schrank ist ein Foto von Star-T sowie ein Handspiegel. Ich bin der weltberühmte Schauspieler Star-T. Ich fahre zu Dreharbeiten nach Bad Glimmerich. Übrigens, ich gebe nur weiblichen Fans Autogramme, du verstehst, oder? Weiß nicht, Willst du ein Autogramm? Was sagst du denn dazu? Du bist doch auch für die Bühne geschaffen. Dann gehe ich mal weiter. Ja. Autogramm verweiger. Die Tür muss während der Fahrt geschlossen bleiben. Führerhaus. Und schon wieder ein Sternsplitter. Der Führerstand des Zuges. Hier gibt es Hebel und Schalter in allen Größen. Willkommen im Glimmerliner. Ich bin der Lokführer auf dieser Fahrt. In den kommenden 3 Tagen werde ich diesen Zug nach Bad Glimmerich steuern. 3 Tage voller Luxus. Dieser Zug ist einfach unvergleichlich. Was? Ein Trobrief hast du bekommen? Ich kann hier leider nicht weg. Bitte sprich mit dem Zugbegleiter. Du findest sie im letzten Wagen. Okay. Wir wollen uns ja überall umschauen, ne? Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Und es ging ja auch schnell. Okay, hier scheint in diesem Bereich schon mal nichts zu geben. Herzlich willkommen in der Dining Lounge, also im Speisewagen. Manche Passagiere benutzen diesen Zug nur wegen unserer Küche. Auch der weltberühmte Filmstar Star-T ist mit an Bord. Ich hoffe nur, er kommt bald hierher. Ich will ein Autogramm. Die Küche ist mit einem modernen Herd ausgestattet. Er ist blitzsauber geputzt. Hallo, darf ich mich vorstellen? Nein, nochmal. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Verantwortliche für das kulinarische Wohlergehen der Passagiere. Heute Mittag gibt es eine ganz besondere Spezialität. Du solltest sie probieren. Okay, hier ist ein Shop. Wobei, ich bin eh gut ausgestattet. Und das ist ja stylisch. Nee. Bin gut ausgestattet. Hier scheint wieder irgendwas zu geben.
Im Schrank befindet sich ein Kriminalroman. Ich habe irgendwie so Flashbacks aus Paper Mario 1 mit dem in Anführungszeichen toten Pinguin-Bürgermeister. Ich wohne in Bad Klemmerich, aber ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Kann ich nicht denen einfach einen Brief geben? Ich fahre nach Bad Klemmerich, um ein wichtiges Geschäft abzuwickeln. Natürlich geht die ganze Fahrt auf Firmenkosten. Na, bin ich ein Glückspilz? Der Schrank ist leer. Okay, weiter in der linken Richtung. Oh, ihr schon wieder. Wir wollen in Bad Klemmerich für unseren Sohn ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Ohohoho. Hundsmus, so heiße ich. Wir sind unterwegs, um mir ein Geschenk zu kaufen. Gib zu, dass du neidisch bist. Oh, du bist doch der unbesiegbare Meister der Arena, Bomba Luigi, oder? Du fährst also auch nach Bad Klemmerich? Ein guter Ort für einen Champion wie dich. Im Schrank befindet sich ein Sternsplitter. Random Sternsplitter, okay. Willkommen, Glimmerliner. Ich bin der Zubegleiter auf dieser Fahrt. Du bist doch Mario aus Abteil 5, oder? Genieße deinen Aufenthalt. Der nächste Waggon ist übrigens der Gepäckwagen. Passagiere haben da aber keinen Zutritt. So leid es mir tut. Was? Ein Drohbrief? Verstehe. Danke fürs Mitteilen. Sei bitte vorsichtig da draußen und geh zurück in dein Abteil. Okay, dann gehen wir mal zurück. Gott, was ist denn hier passiert? Oh, ich hatte mich so gefreut auf Firmenkosten etwas Leckeres zu essen. Schade. Wirklich ärgerlich. Nein, eigentlich ist das schon eine echte Tragödie. Ich habe Bärenhunger. Ich bestehe darauf, etwas zu essen zu bekommen. Was, der Topf ist weg? Du kannst nichts kochen? Oh je. Ausgerechnet jetzt, wo Star Tee hier ist. Was für eine Tragödie. Mein Miststück. Nein. Mein Meisterstück. Sieht aus, als wäre das ein Fall für Inspektor Ping. Ich resümiere. Die Kartoffelsuppe wurde mitsamt Topf in einem unbeobachteten Moment entwendet. Soweit die Sachlage. Verstehe, verehrte Anwesende. Es handelt sich zweifelsohne um ein Verbrechen. Ein Verbrechen? Wie bereitet man so etwas denn zu? Ich vergaß nicht vorzustellen. Gestatten, Inspektor Ping, Privatdetektiv. Dieser Vorfall fällt also in meinem MIT. Wie gewöhnlich werde ich diesen Fall in Handumdrehen auflösen. Oh. Der Dreh- und Angelpunkt des vorliegenden Verbrechens ist, dass der Täter die Suppe mitsamt Topf gestohlen hat. Das heißt, es gibt nur einen möglichen Täter. Dich! Was? Ich? Wieso das denn? Ich bin unschuldig. Entschuldigung. Das war nur eine Probe für das große Finale. Kommen wir zur Sache. Dies scheint ein sehr komplizierter Fall zu sein. Du willst also sagen, du weißt es nicht? Wer der Täter ist? Das willst du doch sagen, oder? Was für ein Unsinn. Ich gehe zurück in mein Abteil. Du willst also schnell in dein Abteil zurück. Sehr verdächtig. Der Täter ist da, T. Du. Star T? Auf gar keinen Fall. Hör auf mit deinen unbegründeten Beschuldigungen, du Gelbnase. Gelbnase? Gelbnase? Aber wer könnte es denn sonst gewesen sein? Ich muss nachdenken. Auf dem Boden befinden sich Spuren.
Das sieht ja aus, als hätte da jemand mit Kartoffelsuppe gekleckert. Wenn wir diese Spur verfolgen, werden wir ganz sicher den Täter finden. Vielleicht haben wir Glück und es ist derselbe, der den Drohbrief geschrieben hat. Wie ich darauf komme? Meisterdiebinnen haben ein Gespür für so etwas. Auf dem Boden befinden sich Spuren. Oh, was gibt es denn? Was? Der Topf mit der Kartoffelsuppe? Ihr beschuldigt mich ohne jeglichen Beweise? Was? Auf dem Boden sind Spuren von der Suppe? Nein, ich weiß noch gar nichts. Aber untersteht euch, in meinem Schrank zu suchen. Da ist nichts drin. Im Schrank befinden sich mehrere Gourmet-Zeitschriften. Darunter ist auch eine Sonnenaufgabe für den Plömmerliner auf der Tisa. Blablabla. Hinter den Zeitschriften ist etwas versteckt. Einen Suppentopf. Verzeiht mir, ich habe alles aufgegessen. Die Suppe hat dir also so gut geschmeckt, dass du unbedingt mehr essen wolltest. Und dann hast du einfach unbemerkt die Suppe mitsamt dem Topf gestohlen. Genau so war es. Es überkam mich ganz plötzlich. Bitte verzeiht mir. Eine schändliche Tat. Aber kann man den Täter wirklich verdammen? Für diesmal lassen wir die Sache auf sich beruhen. Aber ich hoffe, so etwas kommt nie wieder vor. Und nun zu dir. Ja, du mit dem Schnauzer. Es scheint so, als hättest du dieses Verbrechen aufgeklärt. Was diesen Brief betrifft, den du in deinem Abteil gefunden hast. Ich habe Nachforschungen angestellt und mit dem Zugbegleiter gesprochen. Aber komm in mein Abteil, Nummer 6. Dort können wir ungestört reden. Ach, und bring doch bitte dem Koch seinen Topf zurück. Mach mir direkt kurz. Hallöchen. Hier ist ihr Topf. Oh mein Guter, hast du meinen Zopf, meinen Topf gefunden? Ja, bitteschön. Oh, ich bin entzückt. Da ist ja mein Topf. Es ist zwar leer, aber ich bin froh, dass er wieder da ist. Vielen, vielen Dank. Hier ein kleines Dankeschön. Schwimm bitte. Nein, nimm bitte. Wie viel Sternsplitter habe ich denn eigentlich? 40. Ich sollte mal wieder was ausgeben. Endlich, ich habe dich schon erwartet. Das war gar nicht schlecht, wie du diesen Fall gelöst hast. Der Täter ist allerdings leider nicht der Verfasser des Drohbriefs. Zumindest wurden in seinem Abteil keinerlei entsprechende Hinweise gefunden. Übrigens habe ich den Eindruck, dass du ein sehr begabter junger Detektiv bist. Nun gut, von nun an sollst du mein Assistent sein. Aber zuerst sollte ich mich noch einmal ganz offiziell vorstellen. Mein Name ist Ping, Inspektor Ping, aus Bad Glimmerich. Man nennt mich auch den Mann mit dem Superhirn. Du hast bestimmt schon einmal von mir gehört. Und du bist... Nein, warte. Lass mich herausfinden, wer du bist. Dieser Bart und diese Nase. Ich hab's. Du bist der berühmte Luigi. Oh, ich hab schon viel über dich gehört, Luigi. Aber zurück zu diesem Brief. Der Täter hat angedroht, den Zug zu sprengen. Ich glaube, wir sollten diese... Familie im Auge behalten, was denkst du? Wie auch immer, Luigi, wir werden diesen Fall gemeinsam lösen. Oh, es ist jetzt abends. Okay. Gut, ich speichere da mal. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.